Ja, guten Morgen. Oder grüß Gott, liebe Freunde. Wie man es nimmt. Ja, wir haben Montag. Ich habe ja das Dienstagsvideo vorzeitig abbrechen müssen, weil es einfach zu viel Filmmaterial war. Ich habe am Sonntagabend schon schneiden angefangen und habe festgestellt, wird ein bisschen viel. Ja, deswegen habe ich es gekappt und wir setzen jetzt quasi an der Stelle an, wo wir aufgehört haben. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich mähe noch einmal ein Gras. Der Ladewagen ist am Sonntag leer geworden, also bei mir gestern. Und da mähe ich heute dann wieder ein paar Bahnen Gras. Der IHC mit dem Mähwerk steht hier drin. Hängt ja hinten dran. Da hängt es, ne? Ja, zur verzogenen Hubwelle, die ich das letzte Mal gesagt habe. Man wird es wahrscheinlich nicht gut sehen können, denke ich mal. Der rechte Hubarm. Hier steht ein bisschen tiefer als der linke. Hier schaut es jetzt gar nicht so extrem aus. Aber wenn er ausgehoben hat, beziehungsweise wenn man beim Aggern die Arme richtig einstellt auf die Länge, dann sieht man es, wie schief der ist. Ja, wie gesagt, die Hubwelle ist bestellt. Da kommt dann eine neue da innen rein. Und dann sehen wir, ob das wieder geht. Ich mache mich jetzt auf alle Fälle auf den Weg und mähe jetzt ein Gras. Fahre dann anschließend mit dem Ladewagen und hole es gleich rauf. Und schnapp mal anschließend dann gleich die Walze. Ich hoffe, die ist da. Und dann wird er auf dem Acker noch gewalzt. Und dann sind wir mit dem Ackerbautechnischen durch. Dann darf es gerne regnen. Und dann sehen wir mal weiter. Gut, jetzt wünsche ich einfach mal viel Spaß. Und bis dann.
da war schon wieder der Akku leer. Immer mal wieder. Ja, wir stehen auf alle Fälle jetzt mit dem Ladewagen daheim. Da haben wir eine. Haben eine schönen Betrieb gesetzt. Und jetzt entladen wir mal was für die Viecher. Also, Sperrhebel auf. Ja. Klappe auf. Und dann kann's losgehen. Wie machen wir das nichts wert? Ja, die Walzen steht in Eschbich drum. Die hat momentan da eine. Die bringt er uns erst den A2 durch dann vorbei. Tja, nichts ist mit Walzen. Jetzt habe ich meinen Vater gerade angerufen und gesagt, na klasse, Mist ist. Naja, jetzt müssen wir so machen, jetzt fahre ich mit dem Kettendamper durch. Sammeln wir die großen Star raus. Und naja, wenn das dann gemacht ist, dann haben wir die Walzen holen und dann in anderthalb Stunden ist das ja gemacht. Ist jetzt einfach so, ja, blöd gelaufen, würde ich sagen, aber was will man machen? Das ist halt Jagdgenossenschaft. Wenn es eine andere hat, dann musst du warten, bis du sie wieder kriegst. Das ist der Nachteil, wenn es keine eigenen Maschinen sind, so schön wie es ist, weil alle dafür verantwortlich sind, dass die Dinger ganz bleiben, weil quasi zusammengelegt wird. So blöd ist es halt, wenn du dann eine Maschine brauchst und die ist unterwegs. Naja, ist halt so, ist egal. Ich sammle jetzt auf alle Fälle mal die großen Steine raus. Dazu nehmen wir den Kettendamper. Den wollten ja alle in Aktion sehen. Jetzt kriegt er die Aktion, wo er benutzt wird. Den Hund nehme ich mit. Und da legen wir jetzt einfach mal los.
Ja, und das waren 25 Meter. Und das haben wir schon rausgelesen. Ja, und so mache ich halt jetzt dann einfach mal zu. Sammle ein wenig weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder, wenn ich dann ein wenig was zusammen habe und wieder verfahre. Also bis gleich. So, das ist das Ergebnis von zwei Bahnen. Ja, ich bin ein wenig krumm durchgefahren, aber das macht nichts. Ach, schöner Berg, jetzt fahren wir erst mal heim, dann gibt es mir doch Essen. Und dann gucken wir weiter. So, heute kann es ans Walzen gehen. Gestern Abend ist die Walze dann doch noch gebracht worden. Ja, da hängt sie. Das ist die Walze von der Jagdgenossenschaft. Gerade noch angehängt. Und jetzt würde ich sagen, klappen wir sie mal aus. Muss erst mal wieder gucken, wie das gegangen ist. Und dann können wir das Walzen beginnen und nebenbei gleich die Steine mit rauslesen. Sind wie gesagt so Kästen drauf, da kann man sie reinschmeißen. Und den Kettendamper haben wir an den Rand noch gestellt. Da können sie dann gleich drauf. Gearbeitet. Musst du selber erst mal wieder schauen. Aber man kommt schon wieder dahinter. Weiter geht's. Zum Ausklappen muss man aussteigen, die Walze ausheben. Dann wird sie ausgeklappt. Man muss halt bei der Walze außen einen Hebel betätigen, deswegen muss man aussteigen. Thank you.
Ja, warum wird nun gewalzt? Also, bevor gewalzt ist, schaut das Feld so aus. Teilweise recht große Klumpen. Wir haben ja Lamaboden, da sieht man so Brocken. Es ist richtig toniger, lehmiger Boden, knüppelhart. Richtig große Brocken drin. Ja, und wenn man mit Walzen fertig ist, dann schaut der Boden so aus. Der haut dann, also die Walze haut dann die großen Brocken auch nochmal zusätzlich klein. Und natürlich das Allerwichtigste, lässt man den Boden so liegen. Ja, das sieht man schon, hier gucken die Getreidekörnchen zum Beispiel durch, da hat man eins. Und wenn ich mit der Walze drüber gefahren bin und die großen Klumpen kleinkaut waren, dann deckt es die ja keine ab, der Boden wird rückverfestigt. Da hatten wir zum Beispiel auch aber keine. Wird rückverfestigt und die Saat ist richtig schön im Boden drin. Dann darf der Regen kommen. Und dann kann die Saat hoffentlich aufgehen. Gut, ich mache jetzt noch schnell fertig und räume dann die Walze auf. Ja, dann wird Mittag gegessen und dann geht schon wieder auf die Arbeit. Den ganzen Früh mit Arbeit verbracht. Aber so ist es halt. Ja, und heute Abend, wenn ich heimkomme, denke ich einmal, dann beantworte ich noch die Fragen. Und da sieht man sich dann wieder. So, da haben wir jetzt dann Donnerstagabend. Jetzt ist soweit, die Fragen werden beantwortet, ein paar sind zusammengekommen und da fangen wir mal an mit Frage 1. Frage 1 lautete, wie alt bist du? Ganz einfach, ich bin geboren am 19.09.1990, das findet sich auch in meiner Kanalinfo und damit bin ich dann 28 Jahre alt oder jung, je nachdem wie man es nimmt. Frage Nummer 2 lautete, in welcher Stadt wohnst du? Ja, das kommt darauf an, wie man es nimmt. Also ich sag's mal so, ich wohne in Oberfranken, nahe der Stadt Kulmbach. Wo genau? So genau nehme ich das jetzt nicht. Das Ortsschild hat man in einem oder anderen Video schon gesehen. Aber so genau nehme ich es nicht. Sagen wir es einfach so. Die nächstgrößere Stadt hier direkt neben uns ist Kulmbach. Und wir sind in einem Ortsteil davon. Frage Nummer 3. Häufig gestellt. Was ist das an deinem Kopf? Gemeint ist das hier. Das ist eine Hautanomalie, eine Hautwucherung, eine Hautblase, je nachdem wie man es nimmt. Die besteht bei mir seit Geburt an. Könnte man entfernen lassen, wenn man möchte. Wird aber nicht gemacht. Die Ärzte haben damals schon gesagt, wenn sich es nicht verändert, muss man es nicht machen. Man kann es machen aus ästhetischen Gründen. Allerdings muss man gleich dazu sagen, lässt man es rausschneiden, hat man eine große Narbe. Sieht man dann genauso, dass da was war. Von daher habe ich das seit Geburt an, verändert hat sich's nicht und dann bleibt es halt, wo es ist. Frage Nummer 4. Was sind das eigentlich für Fahnen auf deinem Hof? Ja, ganz einfach. Einmal die dänische Fahne, weil wir früher sehr, sehr gerne nach Dänemark gefahren sind. Einmal die britische Fahne, einmal wegen meinem Auto, meinem Land Rover und weil das ganze Thema Ex-Mod, also Ex-Militär Land Rover, so ein wenig ein Hobby ist. Und ich da ab und an einmal mit Kumpels dann unterwegs bin. Deswegen die britische Fahne. Und am Weiher hängt einfach spaßeshalber, Gaudi halber, die schwedische Fahne noch. Die ist einfach so wegen Michel aus Lönneberger. Beziehungsweise dann, ja, einfach so. Schweden ist auch so ein Land, wo man gerne mal hinfahren würde. Deswegen hängt die dort noch. Warum hängt dann bei uns keine Frankenfahne? Ich sag's einfach so, wie es ist. Hat jeder andere. Was wir haben, ist dann doch ein bisschen was Extrasches. Und ja, das kann man sich doch mal erlauben. Die nächste Frage lautet dann, mit was für einer Kamera filmst du? Ja, ich filme mit einer schönen, kleinen, handlichen, praktischen Kamera. Und zwar mit der alten, ich sag's extra, weil es gibt ja mittlerweile zig neue, mit der alten GoPro Hero 3 Black. Die Kamera erfüllt bei mir voll und ganz den Zweck. Nimmt auf in 1080p. Ich kann gerade 2,7K und ich kann keine 4K filmen, aber mir reicht es auch. Zu der Kamera habe ich ein bisschen Zubehör. Das habe ich zum Beispiel hier liegen. Zusatzakku und Magnethalterung. Ja, Kopfband, Saugnapfhalterung, die allzeit beliebte, die ständig von der Scheibe fällt. Obwohl, wenn man einen kleinen Trick kennt, mit dem Feuerzeug vorsichtig das Gummi hier unten ein wenig aufgewärmt, dann an die Scheibe gepappt. Dann hält die sogar einen Bombeneinschlag quasi aus. Ja, und zur Magnethalterung. Das ist meine Magnethalterung.
Mittlerweile recht ramponiert, erfüllt aber voll und ganz ihren Zweck und hält immer und überall, solange das Material irgendwie aus Eisen ist. Zusätzlich zu der GoPro Hero habe ich dann natürlich noch meine Nikon D5100, mit der habe ich ganz am Anfang viel gefilmt, mittlerweile eher weniger, ist eigentlich eine Spiegelreflexkamera und keine Videokamera. Ja, und dann natürlich noch meine Drohne und die sieht wie folgt aus. Meine Drohne ist eine DJI Phantom 2, Quatsch, Phantom 3 Advanced. Ich habe für die Drohne insgesamt 5 Akkus, die Fernsteuerung natürlich ganz normal dazu. Und ja, die hat die 2,7K Kamera unten dran. Ich bin mit der Drohne sehr zufrieden, die funktioniert. Habe jetzt von meinem Bruder, der hat einen doppelten Satz, habe ich jetzt Carbonblätter gekriegt noch. Die fliegt sich super, schwebt eigentlich recht gut. Bei Wind bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist halt das ganze Set, hier ist das Ladegerät mit drin. Und wie gesagt, die Drohne selber. 4 Propeller reichen, größer braucht es nicht. Und zum Fliegen, um ein schönes Bild zu haben und was zu erkennen, habe ich immer noch das Samsung Tab 10.16a, glaube ich, heißt es. Wenn ich mich nicht ganz täusche, doch. Ja, das steckt da normalerweise immer auf der Halterung drauf, geht gerade noch so rein. Und damit macht Fliegen richtig Spaß. Dann noch eine Frage, was hast du für einen PC? Ja, was habe ich für einen PC? Diesen da, ein Eigenbau. Das Gehäuse ist von Zalman oder Zalman oder wie man es nennen möchte. Und das Innenleben ist alles selber zusammengestellt. In den PC habe ich ein bisschen Geld gesteckt. Der hat mich gekostet knapp um die 1000 Euro. Die ganzen Komponenten, Grafikkarten, Mainboard und. So ein wenig Eigenbau gewesen. Und mein Bildschirm ist ein ehemaliger HD-fähiger Fernsehen. Der war übrig. Der ist bei mir hier an die Wand gekommen. Und das ist, wie gesagt, jetzt mein Bildschirm. Und wie man aktuell sieht, ich schneide hier gerade das Video. Und das Material, was ich aufnehme, muss noch mit rein. Und wie man unschwer sieht, wir sind schon bei 24 Minuten 32. Das Video wird mal wieder unheimlich lang, aber das kennt ihr ja von mir. Noch eine Frage. Was hast du für ein Handy? Ganz einfach. Nicht erschrecken. Sieht recht klobig, sieht recht groß aus. Liegt an meiner Schutzhülle. Das ist mein Handy. Ist ein Samsung Galaxy Note 4. Das steckt bei mir in einer Schutzhülle drin. Sperrbildschirm ist ohne IHC. Und der Startbildschirm aktuell der Krame mit dem Ladewagen. Ja, steckt bei mir in der Schutzhülle drin. Im harten Arbeitseinsatz täglich. Musste doch aufpassen. Kommst du mal blöd irgendwo dagegen, ist der Bildschirm kaputt. Normalerweise wäre das Handy ja bloß halb so groß. Aber so ist es gut geschützt. Kann nichts passieren, keine Kratzer im Display. Keine Beschädigungen. Und wenn es mal runterfällt, ist auch nicht schlimm. Dann eine Frage, die zwar jetzt nicht direkt gestellt worden ist im letzten Video, aber die trotzdem sehr häufig kommt. Was für Schnittprogramm nutzt du eigentlich? Ja, was für Schnittprogramm nutze ich? Steht da oben, Shotcut. Ich komme damit ganz gut zurecht, habe mich mittlerweile recht gut reingefunden. Es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken, aber es funktioniert. Und damit komme ich, wie gesagt, recht gut zurecht. Und wenn wir gerade dabei sind, wie viel Zeit stecke ich eigentlich in den Videoschnitt? Ja, pro Video sind es circa, ist unterschiedlich, 4 bis 6 Stunden Videoschnitt. Die Zeit zum Filmen, naja, das geht immer nebenbei. Aber so in etwa schaut es auf jeden Fall aus. Auch eine sehr beliebte Frage, die immer wieder mal kommt. Als was arbeitest du eigentlich? Also gelernt bin ich ja eigentlich Bäcker. Ich habe mal den Gesellenbrief im Bäckerhandwerk gemacht und habe auch lange Zeit da gearbeitet. Und bin aber mittlerweile nicht mehr im Bäckerhandwerk tätig, aus gesundheitlichen Gründen, sondern ich bin mittlerweile tätig im Baumarkt als Fachberater. Und ja, ist ganz in Ordnung. Ich meine, die Zeiten früher als Bäcker haben mir jetzt weniger was ausgemacht, aber die normalen Zeiten haben doch auch gewisse Vorteile. Kommt mir ganz gut zurecht.
Und dann zur letzten Frage und meiner Meinung nach eine der schönsten Fragen mit: Was hat es eigentlich mit eurer Landwirtschaft auf sich? War die früher mal größer? War die kleiner? Oder was läuft da ab? Jo, ganz einfach. Also, unsere Landwirtschaft gibt es seit insgesamt 500 Jahren. Der Betrieb hat früher mal dem Baronin van Stein gehört, ist vor ca. 250, 200 Jahren an die Familie Fischer übergeben worden. Der Betrieb hatte früher mal mehr als 20 Hektar Acker und Grünland, lief früher im Vollerwerb. Zum Großvater seiner Zeit war der Betrieb noch im Vollerwerb tätig, ist aber später dann zur Zeit meines Vaters umgestellt worden auf Nebenerwerb, weil einfach nicht mehr das Geld damit verdient war, mit denen ein paar Hektar. Der Betrieb hatte dann 1984 noch 10 Hektar, dann wurde Wohnhaus gebaut, dann wurde Schlepper angeschafft, einige Flächen noch verkauft. Da steht jetzt zum Beispiel das Burgheiger Neubaugebiet drauf. Schade, heutzutage denkt man sich, wenn man die Flächen noch hätte, aber es ist nun mal so. Ja, aktuelle Betriebsgröße, jetzt im Augenblick, sind rund 3 Hektar. Das sind die 2,71 Hektar Acker, die ich bewirtschaftet habe. Das bisschen hier im Grundstück und 0,33 Hektar Wald. Dazu kämen dann noch die 0,5 Hektar am Bahndamm Grünland, die 0,9 Hektar die Wiese, die ich jetzt aktuell abmähe, und 1,1 Hektar draußen im Petzmannsberg. Das ist noch ein Feld, das soll dann irgendwann wieder dazukommen. Warum läuft der Betrieb nur noch im Nebenerwerb? Wie gesagt, es war weniger damit verdient. Die Nebenerwerbslandwirtschaft, sage ich einmal, ist ein bisschen praktischer. Man hat einen Haupterwerb, mit dem man sein Geld verdient, und der Nebenerwerb ist, ja, ich sage einmal, ein wenig Hobby oder ein wenig zusätzlicher Verdienst, je nachdem, wie man es immer sieht. Für mich ist es sehr viel Spaß, sehr viel Hobby, gehört für mich einfach dazu. Ich möchte das Ganze erhalten. Der Betrieb soll jetzt dann die verpachteten Flächen auf jeden Fall wieder kriegen. Die 6,81 Hektar Gesamtfläche sollen wieder komplett von uns bewirtschaftet werden oder von mir. Und mein Ziel für die Zukunft ist es, Flächen dazu zu kaufen oder dazu zu pachten, je nachdem, was sich mir anbietet und was im bezahlbaren Rahmen liegt. Ja, die Landwirtschaft, wie gesagt, früher im Vollerwerb beim Großvater. Der Vater ist reingewachsen, hat gesehen, das ist nicht rentabel, hat es umgestellt und ich habe mit dem ganzen Zeug wieder angefangen und ich möchte es im Nebenerwerb auf jeden Fall weiterführen. Möchte das Erbe der Großeltern und Urgroßeltern und Vorfahren fortführen und habe daran sehr viel Freude. Daran mache ich das. Wie gesagt, also ob ich jemals wieder diese weit mehr als 20 Hektar erreiche, weiß ich nicht. Wenn ich einmal um die 20 Hektar habe, bin ich vollkommen zufrieden. Das reicht für meinen Zweck voll und ganz. Und dann bin ich da zufrieden. Ja, und das war's dann eigentlich schon mit allen Fragen. Mehr war das gar nicht. Falls wieder irgendwelche Fragen auftauchen, einfach immer gerne fragen. Gar kein Thema. Beantworte ich gerne mal. So ein richtiges Frage-Antwort-Video macht wahrscheinlich eher in einem Livestream richtig Sinn. Das ist aber aktuell ein bisschen schwierig umzusetzen. Ich habe da noch nicht ganz durchgeblickt, wie das funktioniert. Aber das kriegen wir auch irgendwann einmal noch hin. Jetzt würde ich auf alle Fälle sagen, Video ist lang genug geworden. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Genießt es. Genießt das schöne Wetter draußen. Momentan ist es ja so ein richtig schöner, ja, herbstlicher Sommer, könnte man sagen. Oder sommerlicher Herbst, je nachdem, wie man es drehen möchte. Früh ist es recht diesig, da merkst du, dass es Herbst ist, und tagsüber ist es dann teilweise so warm, da denkst du, du hast noch einmal Spätsommer. Und wie gesagt, genießt es, genießt das schöne Wochenende und man sieht sich wieder am Dienstag ganz normal um 16:30 Uhr. Bis dahin, Servus!